Und die Wohnung ist sehr teuer in Harlach. Da, wo du wohnst? In meinem Wohnclub. Was kostet dich? 1.500. Das ist schon teuer. Ha. Das ist schon teuer, echt. So ein Ding, so. Ich mach's halt, damit ich in der Nähe der Kinder bin. Und das hat sich gut bewährt irgendwo letzten Endes. Aber glücklich bin ich damit nicht. Mit dieser Lösung jetzt? Nee. Nein, glücklich bin ich damit nicht, dass ich so viel Geld zahlen muss jeden Monat. Konzertabend gehört, Schubert, Beethoven. Ja, warst du da so? 11. Und das hat mich so gepackt, dass ich am nächsten Tag anfing, die Sache in einer Weise ernst zu nehmen, wie sie notwendig ist, wenn man sich der Musik verschreibt. Das heißt auf Deutsch gesagt ganz. Nicht mehr baden gegangen, nichts, gar nichts. Einfach nur noch am Klavier gesessen. Dann ging das sehr schnell. Erste Konzert in Lindau. Und dann. Dass du das erste Konzert besucht hast oder gegeben hast? Gegeben. Ah. Gegeben. Und was war das für Repertoire? Das waren Haydn-Sonaten. Haydn-Sonaten. Und dann sind wir nach München und ich kam auf die Musikhochschule. Wer sind wir, München? Meine Familie. Was macht Eltern. Deine Familie, Vater, Mutter? Musiker, keine Musiker? Vater war Opernsänger und meine Mutter hat die Musik über alles geliebt. Und ihr Traum war, dass ihre Kinder ein Streichquartett bilden. Und sie war sehr unglücklich, dass ich eigentlich bilden. Und sie war sehr unglücklich, dass ich eigentlich früher vorzog, Fußball zu spielen. Und dann spielte ich Klavier, damit kann man auch kein Streichquartett.